Heute spielen wir die Füchse Minigames, wir und ich zusammen. Wir haben 3 Spiele vorbereitet. Als erstes eine Basketball-Challenge. Das 2. Spiel nennt sich Ickebins und das 3. Spiel nennt sich Klimpern. Nach jedem Spiel bekommt der Verlierer eine Bestrafung und der Gewinner einen Punkt. Und zum Schluss werden wir schauen, wer am ersten Spiel gewonnen hat und derjenige gewinnt eben. Don't forget to subscribe to the channel. You can't miss all the amazing videos. Ja, wir spielen jetzt die Basket Handball Challenge. Wir haben beide 10 Würfe auf dem Basketballkorb da drüben und wer mehr trifft, der gewinnt zum Schluss. Ja, let's go. Let's go. Okay. Good luck. Good start. Oh no! Ja, ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei. No. Ja. Here you go. No! There you go, there you go. There you go. Yeah! Feeling the pressure, you know? Pressure. For the win. There you go! Yeah! I nearly did it better than you. Well played. Yeah, man. Ich spiele Pflicht for Mathis. That's enough. Stop it, it's good enough. Ich spiele das 2. Spiel Ickebins. Dafür haben wir jeder einen Zettel bekommen, auf den 5 Fakten über ein Spiel aus der Mannschaft stehen. Und die werden wir uns das gegenseitig nacheinander vorlesen und eben raten, wer das ist. Wer jetzt als schneller errät, der gewinnt das Spiel. Deine Geschwister spielen auch Handball. I don't know, maybe Walter? Maybe Walter? No. Du hast 2016 bei den Junioren gespielt. Marian? Ist Marian? Who? Marian? Huh? Marian? Huh? Marian? Huh? Yes. Yes. Mariansky. Du sprichst 4 Sprachen. You speak 4 languages. Marco Kobler. Du kaufst gerne Kunst. You what? Like to buy art. Hans? Nein. Congratulations. Thank you. Ich wähle die Bestrafung, gib ihn für Viran. Mathis, not really. A really a good compliment, a truth compliment. I'm gonna say, okay, you're really talented. If you work hard, I think you can be a great player. Wir kommen jetzt zum entscheidenden Spiel Klimpern. Dafür haben wir hier diese 5 Gläser und müssen jeweils eine Münze in ein Glas reinschnipsen. Und wer zuerst alle 5 reingeschnipst hat, der gewinnt dieses Spiel und damit die Füchse Minigames. Ready, set, go. Oh.
Yeah! No! No! Yes. Ah! Congratulations. Thank you. Ja, das waren die Füchse Minigames für diese Woche. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Denn ab jetzt kommt jede zweite Woche ein neues Video hier auf diesem Kanal.